Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der Mod-Vitrine für den Landwirtschaftssimulator 15. Dieses Mal stellen wir eine Modifikation in Eigenregie vor. Wir spielen gerne auf der Volksholmkarte einer modifizierten Björnholmkarte. Diese Modmap hat auch neue Fruchtsorten verbaut, unter anderem Sonnenblumen. Wir haben uns die Texturen angesehen und Verbesserungspotenzial bei einigen Wachstumsstufen entdeckt. Technisch war das schwer, da die Mesh stark verzerrt ist. Aber nach einigen Stunden Arbeit sind wir mit dem Resultat zufrieden. Wie das aussieht, zeigen wir euch gleich. Bleibt dran! Dieser Texturmod verändert die Sonnenblumentexturen auf Modmaps. Die Standardtexturen sind bereits sehr gut, aber einige Wachstumsstufen haben wiederkehrende Muster. Wir haben diese nun mit eigenen Texturen ersetzt. Da es sich hier um eine visuelle Veränderung handelt, ist es wie immer Geschmackssache. Im Anschluss zeigen wir euch, wie die Texturen im Spiel aussehen. Viel Spaß! Die Installation dieser Modifikation ist etwas komplizierter als bei gewöhnlichen Mods. Es reicht nicht aus, eine Datei in den Mod-Ordner zu schieben, sondern die originalen Texturen des Spiels müssen ersetzt werden. Man fängt damit an, dass man die Archivdatei aus dem Internet lädt und auf seinem Rechner speichert. Dann entpackt man den Inhalt. Nun sollte man einen Texturenordner, eine Installations.txt-Datei sowie eine Bilddatei vorfinden. Die Installations.txt-Datei beinhaltet den Installationspfad und die Lizenz. Das Bild ist eine Vorschau, wie die Texturen aussehen werden. Uns interessiert der Texturenordner, welcher die veränderten Texturen enthält. Am einfachsten ist es, wenn ihr diesen offen lasst, während ihr in einem zweiten Fenster den Installationsordner öffnet. Eine Modmap kommt normalerweise in einem Archiv, also einer ZIP-Datei, welche ihr in den Mod-Ordner gelegt habt. Ihr könnt das Archiv nun entpacken oder direkt in der ZIP-Datei arbeiten. Der Vorgang ist ähnlich. Wir öffnen nun das Archiv der Volksholm-Map, eine abgeänderte Björnholm-Karte und suchen den Ordner Map Textures Foliage. Wir sehen die Dateien, die wir tauschen wollen. Wenn ihr auf die Dateinamen achtet, wisst ihr, ob ihr richtig seid. Nun kopieren wir die neuen Dateien ins Archiv, in unserem Fall ziehen wir sie ins Fenster, bestätigen den Kopiervorgang und das war's. Ein Hinweis noch, sollte eine Modmap eigene Texturen verwenden, solltet ihr entweder das Archiv als Ganzes oder die Texturen einzeln als Backup sichern, um die Veränderungen wieder rückgängig machen zu können. Weitere Informationen und Links findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn euch die Mod gefallen hat, hinterlasst uns einen Kommentar hier auf ModHoster oder die üblichen Kanäle.